Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsass. Heute gucken wir uns nochmal den Grenzaußenposten als Teil des Migo an. Worauf sich besonders Free-to-Play-Player fokussieren sollten und warum. Wir haben die drei Gebäude. Es gibt die Aufbereitungsanlage, den Heizungsraum und das Tundra-Forschungszentrum. Die Aufbereitungsanlage, naja, die bringt Verarbeitungskapazität, das heißt, wie viel ihr auf einmal hier prozessieren könnt. Die Verarbeitungswerkstatt, wie viele von den Prozessen ihr durchführen könnt parallel. Und natürlich die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Und hier geht es wirklich nur um die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ihr dort zum Beispiel die Steine reinbringt, einfach nur schneller. Ganz wichtig zu verstehen, warum die Empfehlung ist, dass ihr hier wirklich nur das Nötigste macht, nämlich bei der Aufbereitungsanlage beispielsweise maximal so auf das Level 3 geht, damit ihr zwei davon verfügbar habt, damit ihr schneller umwandeln könnt. Aber definitiv nicht höher gehen, weil das ist im Endeffekt eure Ressourcenverschwendung, die ihr für was viel Wichtigeres braucht. Denn, wenn wir weggehen, der Heizungsraum. Der Heizungsraum bringt produktionseffizient. Der hat 30 Level im Gegensatz zum Aufbereitungsanlage, weil da gibt es 10 Level, hier gibt es 30. Aber was hier wichtig ist, es erhöht die seltenen Drops, wenn ihr sammelt. Es erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Kälte, das ist jetzt nicht so super relevant. Die Effizienz steigert um 60%. Das heißt, ihr bekommt im Endeffekt, wenn ihr normalerweise 100 an Material bekommt, bekommt ihr 160 an Material. Und das ist das, was so super wichtig ist, denn ihr bekommt in der gleichen Zeit, in der ihr sammelt, einfach mehr an Ergebnis. Und das gilt für alle drei Varianten, die ihr sammeln könnt. Nämlich den Stein, das Erz oder die Kohle und die Kristalle, die ihr wiederum im Migo Center einlösen könnt. Deshalb ist hier die Empfehlung, wirklich den Heizungsraum als allererstes auf Level 30 zu bekommen. Aber diese Effizienzsteigerung hilft euch eben im langen Atem deutlich. Denn damit könnt ihr dann entspannt anfangen, das Tundra-Forschungszentrum zu leveln. Und hier ist ganz wichtig, ich bin jetzt schon deutlich weiter, aber wenn wir uns das hier angucken, ihr seht hier die Chancen. Und die Chancen sind erstmal nur, was ihr bekommen könnt zu dem Zeitpunkt. Wenn ihr beispielsweise das erste Mal levelt, besteht eben diese ganzen Chancen, so wie sie da stehen. Aber wenn ihr bei Level 10 seid, habt ihr das alles. Ihr bekommt alles, was ihr hier habt, jeweils einmal. Und die Chancen sind immer nur dafür relevant, wenn ihr gerade erst beginnt, in diesem Bereich zu leveln. Aber bei Level 10 habt ihr all diese Sachen, die hier aufgelistet sind, auf jeden Fall. Das können wir hier auch sehen, indem wir auf meine Belohnungen gucken, die ich schon gesammelt habe. Da müssen wir einmal die Tundra-Forschungszentrum verlassen und gucken hier. Und da sehen wir, dass ich im Endeffekt hier auch alles schon sehr gut bekommen habe. Und dann kommen wir zu dem Bereich, der jetzt aktuell noch gesperrt ist, weil ich den noch nicht freigeschaltet habe. Das ist der Bereich, der erst zum späteren Verlauf kommt. Hier haben wir die ganzen Verstärkungsgeschichten und dann natürlich auch ganz zum Schluss, wenn wir das hier wieder eingeklappt haben, der Teil, wo es dann um Rallye-Kapazitäten und die Schadensreduzierung während der Raids geht. Deshalb die Empfehlung als Free-to-Play-Player, fokussiert euch wirklich darauf, den Heizungsraum so schnell wie möglich, so hoch wie möglich zu leveln und alles andere bestmöglich erstmal zu ignorieren. Denn, das könnt ihr ja auch hier sehen, die drei Varianten, die ihr sammeln könnt, ist natürlich auch wieder abhängig, wie viel ihr auf einmal sammeln könnt von eurer Migo-Forschung. Da kommen wir gleich nochmal hin, weil hier seht ihr auch die Steigerung, die ihr in meinem Fall auf Level 9 Minen bekommt und ich habe 6 Stück freigeschaltet und das habe ich eben in der Migo-Forschung entsprechend gemacht. In der Migo-Forschung habe ich natürlich dann immer die Minen-Level-Kapazität als erstes nach oben gebracht, denn ab Level 5 macht es erst wirklich Spaß, da ist der Output viel besser und dann natürlich auch die Abbaukapazität immer weiter erhöht, damit ich an mehr Minen sammeln kann. Das, was ganz zum Schluss nochmal gelevelt werden sollte oder als nächstes gelevelt werden sollte, ist natürlich der Ertrag aus den Kristallminen, das ist aber nur dann, wenn ihr bei den Kristallminen sammelt. Für die anderen hat das eben keinen Effekt und die Kristallminen sind halt dann dafür da, wenn ihr in eurem Migo-Gebäude guckt und dort eben auf den Shop geht, damit ihr hier diese Sachen für die Kristalle kaufen könnt. Das als Guide für Free-to-Play-Player. Ich würde definitiv mit dem Heizungsraum starten und dann langsam peu à peu das Tundra hochleveln, weil ihr die Belohnung, die ihr hier für viele, viele Kristalle kauft, dort eben parallel zu Stats-Verbesserungen für andere Events bekommen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen.